Das Wort bekommt Frau Suling von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal zu Herrn Kienzschäff. Sie haben sich mit Ihrer Verteidigungsrede völlig unglaubhaft gemacht. Die ist Ihnen komplett misslungen und damit haben Sie sich und Ihre Genossen wirklich in den Misskredit gezogen. Das Problem, das wir heute diskutieren, das hat einen Namen. Und der lautet nicht Basse, der lautet auch nicht BSU. Das Problem heißt Jutta Blankau. Sie lassen seit 3,5 Jahren kaum ein Fettnäpfchen aus, wenn es um Steuergeld oder politische Sensibilität in dieser Stadt geht. Der Vorgang um Herrn Basse zeigt aber Ihr grundsätzliches Versagen. Es ist nicht Aufgabe von Vorstandschef Hamburger öffentlicher Unternehmen, privaten Firmen Anstand beizubringen. Als Saga-Chef verdient Herr Basse 327.854 Euro jährlich. Die bekommt er sicherlich nicht für einen Halbtagsjob, der noch die Zeit lässt, ein Unternehmen wie die Deutsche Enniken auf den Weg der Tugend zurückzuführen. Wenn der Saga-Chef tatsächlich noch Kapazitäten hat, die, wie wir heute in der Zeitung lesen, auch noch für andere Aufsichtsmandate reichen, dann sollte schleunigst über die Höhe dieses Gehaltes nachgedacht werden, meine Damen und Herren. Die Wahrheit, Frau Senatorin, die sieht doch ganz anders aus. Die Deutsche Enniken holt sich den Saga-Chef in den Aufsichtsrat, um quasi als PR-Nummer ihr ramponiertes Image aufzupolieren. Und auch die fundierten Kenntnisse des Hamburger Wohnungsmarktes, die Herr Basse zweifellos hat, die sind für die Deutsche Enniken sicherlich nicht von Nachteil. Da sind die 100.000 Euro aus Unternehmenssicht gut investiert. Für die Saga als konkurrierendes Unternehmen ist es aber ein Riesenproblem, wenn der Chef zum Wettbewerber geht. Frau Suding, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Bitte. Dr. Dressel? Herr Dr. Dressel, Sie haben das Wort. Frau Suding, haben Sie zur Kenntnis genommen, dass das abgeführt wird an die Saga-Stiftung? Herr Dressel, spielt es überhaupt keine Rolle, dass Sie nachträglich auf Druck der Öffentlichkeit diese, zu dieser Maßnahme gegriffen haben? Und B, ändert es nichts an den Sachverhalt, dass die Deutsche Enniken mit Herrn Basse sich hier eine billige PR-Nummer kauft? Das ist scheinheilig, was Sie hier sagen. Es ist für die Saga ein Problem, wenn der Chef zu einem konkurrierenden Unternehmen geht und wenn er dort Zeit und Ressourcen investiert, die er bei einer der wichtigsten Aufgaben, die es hier in der Stadt gibt, nämlich die Entspannung des Wohnungsmarktes, die er da investiert und nicht in der Saga. Und dass Sie, Frau Blankau, als Dienstherrin und als Aufsichtsratsvorsitzende so etwas zulassen, das enthüllt, Sie haben das Wohl der Stadt nicht im Blick und Sie durchschauen die Zusammenhänge offenbar nicht. Und beides ist inakzeptabel, völlig inakzeptabel. Zur unglaublichen Posse wird der Fall, wenn weder Frau Blankau noch Herr Basse zum Zeitpunkt der Genehmigung der Nebentätigkeit angeblich über die Höhe der Vergütung Bescheid wussten. Wie können Sie, Frau Blankau, eine Nebentätigkeit genehmigen, wenn Sie noch nicht mehr die Summen im Spiel kennen? Das alles zeigt, Frau Blankau lässt das nötige Verantwortungsbewusstsein vermissen. Senatorin Blankau versucht ja ansonsten mit schnoddrigen Auftritten ihr weitreichendes Versagen in den Bereichen Umwelt und Stadtentwicklung zu verdecken. Und diese Negativbilanz, die lässt sich mit einer ganzen Reihe von Beispielen belegen, unter denen die Causa Basse nur das jüngste ist. Und deshalb gehört an dieser Stelle auch einmal gesagt, was es dann noch so gibt. In Sachen Stellplatzpflicht haben Sie, Frau Blankau, es zugelassen, dass Bauherren und autofeindliche Abschaffung erst die Investoren und dann ja sogar die eigenen Genossen in den Bezirken verschreckte. In Sachen IGS haben Sie, Frau Blankau, ein von Anfang an unattraktives Konzept gegen alle Warnungen und ohne Korrekturen im Jahre 2013 durchgezogen. 35 Millionen Minus waren das Ergebnis. In Sachen Überschwemmungsgebiete haben Sie, Frau Blankau, hunderte Hamburger Haus- und Gartenbesitzer mit einer Regelung vor den Kopf gestoßen, die es Ihnen de facto verbietet, weiter frei über Ihre Grundstücke zu verfügen. Das werden wir gleich noch in unserer Debatte zu unserem Antrag gegen die Enteignung durch Ihre behördlichen Regelungen diskutieren. In Sachen Neue Mitte Altona haben Sie es zugelassen, Frau Senatorin Blankau,
dass die unklaren Kosten für die Entsorgung des kontaminierten Bodens für die Bahn gedeckelt, für den Steuerbürger aber unabsehbar sind. Und in Sachen Lärmschutz und oder Luftreinhaltung legen Sie hier seit Jahren Konzeptpapiere vor, die anderswo nicht mal als Stoffsammlung akzeptiert würden. Und in Sachen 100.000 Euro Nebenverdienst des Lagerchefs Basse. Ich wollte nur, dass Sie die rote Lampe beachten, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ja. Da musste Ihnen der Bürgermeister öffentlich erst sagen, was geht und was nicht geht. Das alles, Frau Senatorin Blanka, ist keine Stadtentwicklungspolitik, sondern eine Beschädigungspolitik. Sie sollten daraus Ihre Konsequenzen ziehen.